Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Nachdem wir in der letzten Folge schon extrem viel am Haus weitergebaut haben, an unserem Ferienhaus, was ich jetzt irgendwie in den letzten drei Folgen jedes Mal am Anfang gesagt habe, machen wir auch heute nochmal daran weiter. Juhu, wer hätte es gedacht? Ja, und zwar machen wir das Dach jetzt auf jeden Fall fertig, das möchte ich fertig kriegen. Und dann basteln wir mit unserem Minecart, was unterirdisch geplant ist, was auf jeden Fall kommen wird, denn das muss ich unbedingt mal machen. Ich muss nur gucken, wo ich das dann hinterher in unserem Dorfe zu Hause ansetze, wo das hinkommen soll. Wäre ganz cool, wenn es da ankommt, wo unser Netherportal ist. Irgendwo da unten mache ich dann vielleicht noch eine Zusatzverbindung. Und dann kann man von da aus hier rüberfahren. Das wäre sehr cool, wenn das auch klappen würde, ne? Wenn es nicht klappt, dann wäre das ziemlich... Oh, kacke. So sehen die Pläne aus und das werden wir auch machen. Aber dafür muss ich jetzt erstmal hier weiterbauen. Das Einzige, was vielleicht problematisch werden könnte oder glaube ich sogar wird, ist, dass wir alles unterirdisch ausgraben müssen und eventuell sogar ein bisschen schöner machen müssten. Das heißt, es wird relativ viel Arbeit auf uns zukommen. Aber ich denke mal, da werden wir schon mit klarkommen. Wenn wir da die ein oder andere Folge durchhämmern, was das unterirdisch angeht, und ich mir dann da natürlich extra ein paar Themen für aussuche, weil einfach da unten rumhämmern und zu sagen, ja, jetzt machen wir das weg und jetzt machen wir das weg, ist bestimmt langweilig. Deshalb suche ich mir da ein paar interessante Themen raus, über die ich dann reden kann, und dann machen wir das, ne? Dann wird das total Hammer, du, ey, das, ne? Ja. Damit sollte ich aufhören. Bestimmt nervt das. Kann ich so selber nicht beurteilen. Achso, ich dachte schon, das Wasser sieht merkwürdig aus, aber darunter ist Gras. Das ist merkwürdig. Ich glaube, da mache ich vielleicht mal Sand rein. So, Sand ist bestimmt schöner als Gras unter Wasser, ne? Das habe ich so eigentlich noch gar nicht gesehen. Gras unter Wasser. Gibt es bestimmt nur in Minecraft. Kann aber auch sein, dass es das in echt gibt und ich es einfach noch nicht gesehen habe. Gesehen habe. Also so Algen und sowas, ne? Seegras, weiß ich gar nicht. Ich meine, dass es das gibt, aber jetzt höre ich auf, sowas zu sagen. Hinterher wird es noch extrem peinlich, dass ich dann irgend so einen Unsinn rede. Oh, nicht hier so weglaufen. Steve, ich habe Shift gedrückt. Hallo, danke. So, wir machen jetzt einfach mal mit dem Dach weiter. So. Und jetzt hätten wir schon mal die nächste Reihe fertig. Jawohl, hey. Ja, jetzt fehlen noch zwei Reihen. Oh, noch zwei Reihen. Das wird so eng, du. So viel Holz habe ich gar nicht mehr da. Nur noch 50 Treppen, das passt ja gar nicht mehr. Doch, wir schaffen das, wir schaffen das. So, und wir haben auf jeden Fall noch genügend für die Gegentreppen. Die nämlich auch noch kommen müssen. Obwohl, ja doch, wir haben noch jede Menge Holz im Inventar. Da können wir uns nochmal Treppen draus machen. Ansonsten gucken wir uns das Ganze an. Ist ja auch nicht so viel für die Gegentreppen, denke ich mal. Aber man weiß ja nie. So. Okay, und jetzt gleich hätten wir das hier fertig. Was ist denn das hier? Ach ja. Was ist ja hier passiert? Das hier darf nicht durchgehend sein. Das muss sich hieran anschließen, mein Freund. Danke. Geht doch. Mensch. Hör mal, du. So muss das sein. So, okay. Okay, jetzt machen wir das einmal kurz hier durch und dann haben wir das fertig. Und dann mache ich eben die Außentreppen, Gegentreppen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Da ich da unten sowieso nicht unbedingt dran komme, ich kann es ja mal ganz kurz versuchen. Doch. Ja, geil. Sonst immer funktioniert das nicht. Und wenn ich denke, dass es sowieso nicht funktioniert, dann funktioniert es. Alter, das ist auch total... doof. Oh, das war auch geil. Warum auch immer ich jetzt runtergefallen bin. Ja, da oben werde ich... Alter. Der geht gar nicht, ey. Der greift nämlich von hinten an, der Penner. Spacko. Finde ich auch so schön, das Wort kann man so toll betonen. Dieses SP, Spacko. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu sehr ins Mikro gepustet. Ja, aber wir haben ja den Popschutz davor.
Da geht das, ja? Hoffentlich. Oh, könnt ihr nicht die Klappe halten? Mensch, ich verstehe mein eigenes Wort nicht. Klappe. Geht doch, danke. Oh, das müssen wir zumachen. Ah, nee, warte, ich lasse das mal kurz offen. Aha. Zwei tote Pferde. Zwei Skelettpferde. Die sind auch ganz cool. So, okay, dann machen wir hier und hier. So, und hier muss ich gucken, darf ich... Ja, siehst du, jetzt funktioniert es wieder nicht. Ich wusste es doch. So, okay, jetzt hat es doch funktioniert. So, das Ganze müssen wir noch zweimal machen. Einmal hier und einmal da hinten. Ja. So ein blödes Spiel. Ich glaube, das Spiel will mich ärgern. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, klar, kommt er direkt auf mich zu. 10.000 Meter weit weg und sieht mich. Blöde Mann, du blöde Mann. So, hier ist jetzt keiner, ne? Ich hoffe jetzt, dass da nichts von hinten kommt, was mich dann plötzlich angreifen tut. Das wäre ziemlich kacke. Ey, du! Wo ist er hin? Hä? Alter, wieso kann der so hoch springen? Das ist ja heftig. Oh, ein Schaf! Ja. Tut mir leid. Das musste sein. Ich brauche nämlich deine Wolle, dann kann ich mir ein Bett machen. Ich brauche nämlich ein Bett. Ah, okay. Ich bin nicht zu Hause. Hör auf. Ich bin nicht zu Hause. Mann. Ja, okay, ich komme. Ah, beruhig dich. Hey, jetzt reicht's aber. Hier. Mann. Total unfreundlich, diese Typen. So. Hey. Ah, Mann, die sind echt ätzend, diese kleinen Viecher. Dich meine ich. Kleine Heuschrecke. Nee, Grille. Na egal. Ja. Du machst zum Glück keine Geräusche, sonst hätte ich dich jetzt auch angegriffen. Na, tolle Aussichten, ne? Ja, tut mir leid. Oh, ja super, die fällt natürlich runter. Obwohl ich die eigentlich sogar schon fast berührt habe, aber die fällt runter. Na klar, die fällt dann da aufs Laub. Ah, ich glaub's ja nicht. Du gehst da jetzt runter am besten, ne? Weil ich habe jetzt keine Lust, dass du da auf dem Laub rumhängst. Mein Freund. Das geht ja nicht. So, okay. Damit sind wir gleich fast schon fertig. Dann fehlen noch die Gegentreppen, die ja hoffentlich recht schnell gesetzt sind. Wir haben ja auch ein bisschen Erde da. Da müssen wir nur noch ein paar Treppen machen. So. Okay, dann muss ich jetzt noch runter. Hier ist irgendwo noch ein Zug. Ach, guck mal. Und der klopft jetzt schon an. Ja, freundlich. Ich glaub das ja nicht. Ja, Moment, ich komme jetzt. Ich mach da eben das Dach fertig. Hier oben. So. Hä? Was ist denn das? Für ein kranker Bug. Ah, super. Na klar, das ist jetzt hier in der Luft. Was ist denn das? Ah, das Spiel. Dieses Spiel. Klar, wenn ich... Ah, okay, jetzt ist er weg. Gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. So, okay, jetzt sammeln wir eben den kleinen XP hier ein. Und es regnet. Aha. Das erste Mal, dass es hier regnet, da wir, wo jetzt unser kleines Erholungshäuschen gebaut werden soll. So, 24 Treppen. Ach komm, machen wir einfach mal alles. Ich weiß ja nicht, was ich alles brauchen werde oder wie viel ich brauchen werde. Aber ein Bett werde ich brauchen. Komm her. Nicht mit mir, mein Freund. So, ach guck mal, da haben wir ein Schaf. Dann hole ich mal eben das Schaf, dann hole ich die Wolle und dann baue ich mir ein Bett und dann gehe ich schlafen und dann bauen wir weiter. Habe ich? Habe ich. Gut. Okay, schnell zurück. Sieht ganz schön aus jetzt nachts hier. Wir müssen noch das Dach fertig machen. Ja, bevor du noch anklopfst, du Spacko. So. Ach ja, da ist ja die Erde. Die mache ich mal eben weg. Da haben wir ja richtig fette Treppe hingebaut. So, okay. Das sieht echt cool aus, die Ecke hier. Die gefällt mir. Das erinnert mich an ein kleines Häuschen, was ich mal gebaut habe, als ich Minecraft früher mal ohne Aufnahmen gespielt habe. Also als, meine Nase juckt.
So, als wir hier mit angefangen haben und wir uns unseren ersten PC geholt haben, wo wir dann auch dann hinterher das Minecraft geholt haben, da habe ich ja dann erstmal eine Runde alleine gespielt. Für mich ohne Aufnahmehalter, habe ich noch nicht aufgenommen. Mensch, wie oft will ich das noch sagen? Ja, das erinnert mich an eine Welt, da habe ich auch ein Haus gebaut. Ich bin nicht multitaskingfähig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ein Bett. Stimmt. So, wo haben wir die Wolle? Ja, da habe ich auch eine sehr schöne Ecke gebaut. Das müsste ich eigentlich auch mal hier so bauen. Und da hatte ich hier eine komplette Glasfront, so eine Küche halt. Und die hatte auch an der Seite so ein tolles Fenster mit dem Crafting Table. Da konnte man auch so schön rausgucken. Das war ziemlich cool. Jetzt guckt mich diese Kuh an, als ob die total müde wäre oder besoffen. Das wollte ich jetzt aber nicht sagen. So, das Bett lassen wir jetzt erstmal da stehen. Wir schlafen erstmal eine Runde. Bin ich jetzt hier in der Wand? Egg hatching soon. Du kannst nur nachts schlafen. Oh, ja. Keep watch, the hatched creature will be lost if you leave area. Ist das der Pedo-Typ? Warte mal, wir gucken mal. Nee, das ist ein anderer Typ. Der hat ein Monokel. Ne? Ja, der hat ein Monokel. Ja, dann komm her, Monokel. Ja, kannst du ruhig ein bisschen schneller schwimmen. Und boom, nichts passiert. Tja, im Wasser machst du wohl nichts, hä? Ja, ja, ja. So, das Bett hat mich gerade... Oder ich dachte gerade, das Bett wäre ein Skorpion. Aber das war es zum Glück nicht. Wir haben hier noch irgendwo einen Zombie. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht irgendwo angeflitzt kommt und uns dann angreift von hinten. Das sind ja sowieso total hinterlistige Sackgesichter.